Hallo. Können die ganzen Javas hier mal die Fresse halten? Mann! Luigini! Luigini! Stab in der Hand. Die haben irgendwie so ein bisschen Probleme jetzt. Maddie vs. Nein! Der Golem! Die Golems greifen mich an! Leute, hier ist gefährlich! Leute, hier ist. Wunderbar! Das ist echt gefährlich hier. Das ist Schiebung. Ich spiele so nicht mehr mit. Okay. Maddie vs. Priest geht weiter. Wenn du mich jetzt findest, dann ist das die kürzeste Runde. Maddie vs. Priest und Golem. Ja, okay. Genau, eure Gang. Ich merke das schon. Sehen jetzt eigentlich alle böse auf mich? Ich weiß nicht. Ich sehe nämlich auch schon einen. Der. Und die sind wahrscheinlich böse auf dich jetzt. Der rennt da so ein bisschen rum. Okay, nochmal. Für alle Javas angreifen macht zwar Spaß, aber ist auch gefährlich. Die letzte Runde Maddie vs. Priest. Sollen wir da überhaupt noch was zu sagen? Wir schweigen wie tot einfach. Die ist nie passiert. Nee. Besser dafür nicht. Dafür wird die umso spannender. Ich hoffe es. Lustiger. Es ist ein schönes Spiel, das macht Spaß. Naja. Es ist Minecraft. Minecraft. Ja, für dich macht es überhaupt keinen Spaß. Wenn ich dich jetzt hier wieder fletsch, dann ist sowieso, dann weinst du wieder. Das ist total doof. Naja, es ist ja momentan eigentlich immer noch Gleichstand, wenn man es so will, ne? Also. Ja, ja. Das glaubst aber auch nur du. Scheiße, wie komme ich? Vielleicht ist das hier jetzt nicht so der sicherste. Ich mache hier auch wieder solche Spirenzien. Also theoretisch kann ich hier wieder so sterben. Au. Das tut doch alles weh und kostet alles Geld. Alles Geld. All you need food. Ich habe so langsam so ein bisschen Schiss vor meinen ganzen Sprengmanövern hier. Nachdem ich mich da schon relativ oft in die Scheiße geritten habe. Finde ich, dass da eigentlich irgendwann mal zu Ende sein müsste. Nicht. Oh Gott. Wo ist er? Hast du mich wieder gefunden? Da. Wo ist er? Da. Was ist denn das? Ja. Was ist das denn hier für ein Hut, ey? Das sieht ja geil aus. Where the hood, where the hood, where the hood at? Where the ends. Where the Jane at? Where the Jane at? Ich trau mich hier gar nicht. Where the hood at? Ist bestes Lied. Was gar nicht mal, weil ich dich als Gegner sehe. Sondern wegen der Golems auch, ne? Ja, deshalb mag ich. Oh. Oh, ich. An so einer ganz bescheuerten Stelle bin ich ja gestartet. Okay, jetzt geht's hier zur Sache. Achtung! Weil? Warum? Jetzt habe ich hier einen rausgehauen. Nix Leute. Gehört. Was? Tut ernsthaft? Er jetzt wieder so, ne? Nee, wirklich nicht. Das ist auch ziemlich weitläufig hier, muss man dazu sagen. Naja, ich bin hier gerade so an der Ecke, wo man eigentlich. Oh. Ich hab so ein bisschen Schiss, ne? Ich auch. Ah, nee, geil. Nee, 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 nee. Oh, mein. Diese scheiß Sandleute. Ich habe jetzt gedacht, du stehst hier auf einmal. Ja, das ist so ein bisschen die Bonusschwierigkeit auf dieser Karte. Und hier ist so einer, der backt hier so ein bisschen rum und dann dachte ich, du springst da gerade. Das bin ich. Der hier die ganze Zeit randaliert. Ich hätte mir hier so ein Sandleute-Skin einfach nehmen sollen. Oh, dann hättest du gewonnen. Dass einer von den Jungs auf einmal gemein wird. Also das. Das gilt nicht. Also, Priest, ehrlich, das macht man nicht. Ja, die wohnen hier aber schön. Also, das gefällt mir eigentlich. Reiner Wahnsinn wird ja an dem neuen Minecraft dann entsprechend auch so angepasst, dass man. Boah, die labern mir die ganze Zeit ins Wort. Das ist so doof. Ich habe auch die ganze Zeit im Augenwinkel immer so Leute rumflitzen. Da denke ich, ja, schießt du das jetzt ab oder machst du das nicht? Und die Türen, Mann, lass die Türen noch zu. Ja, die gehen auch auf. Da weiß man nicht, wo man schon gewesen ist und alles. Ja, vor allem, ich laufe hier lang und dann hörst du mal, katsching, katsching, katsching. Denke ich mal, du bist das. Nee, ich bin das nicht. Haben wir eigentlich Creative noch an? Nee, ne? Nee, ich nicht. Ah ja, gut. Das reicht. Halt vielleicht haben wir ja irgendwann mal Glück und finden auch in unserer Let's Play-Welt irgendwann mal eine Wüste. Also das ist ja... Ja, wir müssen ja... Also wir haben noch ein paar Richtungen offen. Ja. Oh Gott. So, jetzt habe ich... Also wenn das klappt, ey, dann bin ich aber auch... Dann ist das hier Premiere.
Moin. Priest, wo bist denn du? Hast du es nicht gehört? Nee. Ich habe hier eine ganz üble Sprengung gerade losgelegt. Losgesetzt, losgefeuert. Ah! Scheiße. Boah, Kampferia. Scheiße. Was denn? Oh Mann, jetzt habe ich Kacke gebaut. Oh Gott, das wird jetzt gefährlich. Das kennen wir noch aus anderen Runden, dass du das schon mal gemacht hattest. Und dann war es meistens nicht mehr so lange für dich. Und dann war vorbei. Ja, weil ich dann aber... Wir müssen mal wieder so auf lange Range spielen, wo ich dann schießen kann. Das ist viel besser. Ja, haben wir nicht... wir haben doch mal auf so einer komischen Burg... Nee, nicht auf dieser Hagrid... Harry Potter Geschichte, wir haben ja, das hatte ich nicht, das war kaputt, die Aufnahme, weil du bei mir gespielt hattest und dann F12 gedrückt hattest und dann ja, hast du die Aufnahme F11, ausgemacht. Wegen Vollbild war das. Ja, dann war Ende mit Aufnahme. Deswegen konnte ich das nicht machen. Ah, das ist. Das gab nämlich auch eine Runde, die haben wir nicht hochladen können wegen dieser Problematik. Und die war richtig, die ging 50 Minuten lang. Ja, ich bin ja. Ja, toll, mach's jetzt schlimmer, dass die Leute mich mehr hassen. Ja, aber dann, ich erzähle mal ganz kurz, was ich da getan habe. Da war ich nämlich irgendwann feige und hab mich dann hochgebaut mit Steinen und hab dann von oben runtergeballert. Echt, die ganze Zeit und, ah, oh, das war eine coole Runde. Was und war denn, kannst du dich dran erinnern, was war aus deiner Sicht die epischste Runde? Schwierig. Runde, okay. Da kommt's wieder, wie habe ich dich weggefletscht und was war daran episch? Also der Schuss da von dieser Hindenburg, Der war gut. Der war göttlich. Das stimmt. Aber die epischste Runde meiner Meinung nach, weil was anderes war, Schiffe versenken. Oder dieses eine Schiffe-Spiel, wo wir dann gegenüberstanden und uns gegenseitig geballert haben. Das war auch cool. Wo ich das ganze Schiff am Ende in die Luft gejagt habe. Aber ich darf auch sagen, hier dieses Labyrinth, was wir gemacht haben, wo du dann verdientermaßen gewonnen hast, das war auch eine meiner Lieblingsrunden. Stimmt. Wo das wir dann so, vor allem weil die Zuschauer das dann sehen konnten von oben, wie wir dann so uns beide auf so eine Ecke in so einem Labyrinth dann zubewegen und auf einmal sehen wir uns und brauchen so eine Schrecksekunde und auf einmal fangen wir beide an zu schreien. Das war so schön. Das war cool. Ich fand auch diese Runde, wo ich mich da versteckt habe im Boden, die fand ich auch ganz cool. Ich weiß diese gar nicht mehr, wie ich das war. Ach so, ja, da wo ich von ich oben dann gekommen bin und hab gesagt... Ja, wo du dann da lang... Und da hast du mich da in dem Loch da gesehen und dann... Wusste ich, jetzt kriegt einer auf der Fresse. Jetzt gibt das ihm. Wo bist du denn? Ich lauf hier... Menno, lauf ich hier hoch und runter, wo soll denn dieses Bluebird sein? Ich hab dich gerade nämlich schon mal gesehen. Und dann dachte ich, du läufst mir direkt in die Arme, aber... Wo hast du mich denn gesehen? Ich weiß nicht, kurz bevor du dann meintest, oh oh, Fehler, oh oh, dann auf einmal warst du weg. Mhm. Da hast du mich im Boot. Wo hast du mich denn gesehen? Was habe ich denn da gemacht? Du bist da langgelatscht. Aha. Also von weitem natürlich, du warst jetzt nicht 5 Meter neben mir, also. Langgelatscht also, ne? Erzählst Blödsinn, weißt du das? Blödsinn. Was machst du da für eine blöde Szene? Gott, ey, das ist hier auch... Jetzt gehe ich wieder... 3 Minuten gespielt und schon ist das hier ein Schlachtfeld. Also wenn du da am Sprengen bist, ich höre nichts, ne? Nee. Momentan noch nicht, aber kommt gleich noch. Alter. Ich habe so ein bisschen Angst hier in dieser Welt. Das Problem bei dem ganzen Spiel ist einfach, dass ich nicht sehe, ob du das bist oder ob das irgendwie so ein Wüstenbewohner ist. Ja, gerade auch, dann war da so ein... Und ich dachte schon, jetzt geht's zur Sache. Oh, nee, doch nicht. So ein Tintenfisch im Wasser und dann habe ich auch gedacht, oh, das schwimmt da jetzt. Ja, das schwimmt da, genau, das habe ich auch schon gedacht. Ich sag's dir, es dauert noch 1 Minute, dann bist du tot. Aber ich find's auch nicht mal so schlimm, weil die letzten Runden, die gingen ja auch höchstens 8 Minuten lang. Und die letzte, ja gut, aber da sind wir auch jeweils, ja, ich zweimal, du nur einmal gestorben. Ja, stimmt. Da klaust du mir die Sachen da weg. Von wegen, werde ich hier beschuldigt. Du hast sie doch in die Luft gesprengt, alle. Ja, ja. Oh. Ich sehe schon kommen, dass du da irgendwo campst und von ganz vielen solcher Java-Leute und dann springst du da raus und fletschst mich. Schieß ich dich hier runter.
Ernsthaft, ey, wo ist er? Leute, das habe ich noch nie gemacht, aber ich hoffe mal, es klappt. Warum habe ich das eigentlich noch nie gemacht? Ja, weil ich nie Gelegenheit dazu hatte, genau. Ernsthaft, ich weiß überhaupt nicht, was du da jetzt planst. Ist aber dein Plan dran, ey. Boah. Man sieht hier noch das, was ich gerade in die Luft gesprengt habe. Ich sehe hier gar nichts, was irgendwo in die Luft gesprengt sein könnte. Oh, das müssen... Oh Gott. Das müssen wir aber auch irgendwann mal bauen. Irgendwann wird es eine Runde geben, wo dann nur das entschieden wird, weil irgendjemand anders irgendwo nur so mit einem Schlag so Bock irgendwo runterschmeißt. Durch Zufall dann, ja. Fruck und fertig. Prr, ja. Prr. Prr. Wojtek. Wojtek, Wojtek. Was wäre er denn, ein Wasser-Pokémon? Nee, Elektro oder so. Ich meine, du kennst doch seine Frisur damals, das ist so unbedingt Elektro. Wojtek, Wojtek. Sieht aus wie so ein Falke von vorne nach hinten. Oh Gott. Was ich auch immer räudig finde, ist, dass alle Kisten hier immer leer sind. Immer. Oh. Wo? Ich sehe dich. Oh Gott. Bist du das? Ja! Nein! Priest, hau ab! Hau ab! Was jetzt? Was jetzt? Oh Gott. Ja! War? Ja! Ja! Lauf! Weißt du, was mir passiert ist? Weißt du, was mir passiert ist? Du bist hier runtergefallen. Nein, ich habe meinen Bogen verloren, weil ich Kuh gedrückt habe beim Laufen. Oh Mann, aber du bist blöde. Oh Gott, wo bist du denn jetzt? Nein! Warum ist mein Scheißbogen jetzt weg? Wo rennst du denn hin? Oh Gott, Priest! Was ist hier jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Du hast es mitgenommen! Was? Das kann doch nicht sein! Was hast du da gemacht? Was hab ich denn gemacht? Wieso? Du hast den TNT-Block abgebaut, während er gebrannt hat! Was bist du denn für ein Insanity-Typ, Alter? Was? Ich hab keinen Bogen mehr, Mann, das ist fies. Das ist nicht fies, das ist fair. Jetzt hör mal auf zu schleichen hier. Zu sneaken? Ja, ein bisschen in sneaken denn hier. Ich muss mir am Nase kratzen. Wo bist du? Du bist jetzt wahrscheinlich schon wieder weg. Ich seh dich! Ich seh dich! Die Schnauze jetzt. Halte die Schnauze. Das ist mir gerade ein bisschen so, ich muss meinen Bogen wiederfinden. Ich muss mir erstmal gleich einen Bogen machen. Wie du einfach mal so ganz Insanity so ein das Sprengstoff abbaust, während er brennt. Das habe ich auch noch nie erlebt. Was ist jetzt passiert? Der Netbaron hier. Das Sammel geht mir ein bisschen auf den Sack hier, ey. Naja, tu halt so. Du musst erstmal deinen Bogen finden hier. Was? Ich weiß, wo ich den verloren habe. Da muss ich erstmal wieder hin gleich. Dann machst du eh nicht. Du hast den noch und versuchst dann jetzt eine andere Position zu finden. Nein, ich habe wirklich Q gedrückt. Das ist kein Witz. Insanity-Typ. Ja, das war total Insanity. Wo ist er? Wo ist er? Hey, Alter, wo bist du? Oh Mann, Alter. Wie das hier am Knallen ist. Na! Du machst mich nervös, weißt du das? Ich seh dich, echt. Das ist... Du siehst ja mein Nameplate. Und sneakst da rum wie so ein Dalmatiner. Gott. Priest, wo bist du? Ne, such mich doch. Hör auf zu sneaken, du Sau.
Okay, jetzt aber Hakengas. Ja? Angst Potter? Angst Potter? Wer hat das nochmal gesagt hier? Malfoy, oder? Natürlich, wer sonst? Du bist da bestimmt in diesem Haus und guckst. So. Ja, natürlich, du musst irgendwo in einem Haus sein, sonst könntest du mich ja nicht in den Nahkampf zwingen. Aber das gibt es nicht mehr. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Wir sind die KTM-Gang, fertig, aus. Wow! Wo bist du? Schweinebär, du. Hachini! 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 Oh Gott! Was ist das denn hier? Oh Gott, das... Hilfe! Priest, was ich hab so Angst gerade, ey. Das glaubst du gar nicht. Was ist da los? Ich such dich da die ganze Zeit, aber ich find dich nicht. Ich weiß, dass du hier in der Ecke bist. Woran liegt das jetzt? Dass du mich nicht findest? Weil ich doof bin. Weil du den Sneaken... Ja, das ist die Ursache, aber... Na, du siehst Sneaks wie so eine Sau. So, Moment, geht das? Ah, jetzt muss ich erstmal gucken, ob das funktioniert, was ich vorhab. Jetzt geht er aber ab hier, pass auf. Ich hab'n String! Oh Gott. Ich hab noch einen String! Oh Mist. Also, ich muss mir erstmal einen Bogen machen. Jetzt geht nicht anders. Jetzt ist passiert. I've lost the Red String. I've lost the Bow, ey, das ist ja übel. Das glaubt mir ja keiner, was da passiert. Das war eben so im Affekt habe ich auf einmal diesen scheiß Bogen da verloren. Ich muss mir jetzt, also auch wenn das jetzt ein bisschen länger hier alles dauert, diese ganze Runde hier, ich muss mir jetzt erstmal einen Bogen basteln. Erstmal eine Bombe basteln. Egal, ist weg. Okay. Alter, ich brauche 3 Strings, ne? Ja, 2 reichen dir nicht. Du bist so ein Affe, ey. So ist das auch bei Strings. Stell dir vor, du hast nur einen. Ja. Das wäre scheiße. Du hast einen und... Ah, oh. Wieso brennt hier nichts? Das dauert immer alles ein bisschen. Warum habe ich das nicht schon gleich gemacht? Vor allem, wo bin ich hier? Ey Mann, wo bin ich? Ey, Mann! Ich hab das Gefühl, ich hatte dich gerade mit 2 Schüssen fast tot. Ich hatte 1,5 Leben. Deshalb, dann bin ich abgehauen. Dann habe ich auf einmal diesen Kackbogen da verloren. Oh mein Gott. Das ist aber hier so eine cool die Kluft, ey! Da hab ich einen String. Das ist noch ein String. Was machst du da? Sammelst du da Strings oder was? Bist du ja gerade bei Hunkemöller? Ich brauch einen Bogen. Was laberst du? Was hast du überhaupt gelernt? Nur aufpassen, dass du mich nicht findest. Weil also, wenn du mich jetzt findest, ey, dann spiel ich nicht mehr. Dann geh ich jetzt offline gleich, weil dann. Das kann nicht wahr sein, weil dann. Das wäre dann Cheaterei. Dann bescheiße ich. So, wie ging das jetzt nochmal? Was so, passiert hier denn jetzt? Ja, ein Bogen! Ich hab wieder einen Bogen! Ist das schön. Jetzt fühlt sich sicher? Jetzt fühlt er sich sicher? Ah, oh, ich wusste doch, dass du da unten bist, aber das ist... Jetzt bist du wahrscheinlich hier über so ein Tunnelsystem wieder abgedampft. Alter. Ja, wo soll's denn sonst hin? Ich hab mich neulich beim Rasieren geschnitten, jetzt geh ich da mit der Zunge hinein.
Kennst du das? Laber nicht so einen Scheiß jetzt, wo es hier so spannend wird. Kennst du das? Ja. Oh, ein Mundwinkel oder was? Nee, Oberlippe. Sieht aus wie so eine Wurst. Wie Rocky nach... Sieht aus wie Ronald Schild oder was? Ja, genau. Wie Rocky nach bei hier, Apollo Creed, 5 Runden. Ja. Der sah auch so aus. Und der hatte traurige Augen. Hat der wirklich... Hast du im Ernst mal ganz nur Interesse halber... Du hast gerade was gezündet, ne? Vor... Alter, verpiss 2 Sekunden. Dich mal. Ja. Mal ganz Interesse halber, du hast halt gerade gehört, ne? Mal ganz Interesse halber, woher weißt du, dass ich hier bin? Ich bin ein ganzes Stück weit weggelaufen. Ich bin die ganze Zeit... Du bist da hingesneakt, ne? Ja, klar, was meinst du denn? Ich hatte keinen Bogen, Mann, was erwartest du? Ich muss mir jetzt erstmal ein Schussfeld freischießen hier. Ich muss dir, glaube ich, erstmal gleich meinen Bogen quer in den Anus rammen. Ja, das kannst du ja mal versuchen. Aber vorher kriegst du richtig Kasala hier. Kartoffel. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Nicht mit mich. Jetzt hör mal auf, da rumzuballern. Das ist ja Angst hier. Ja, das will ich nicht. Also, wenn ich dir Angst gemacht haben sollte, dann tut es mir jetzt leid. So recht. Oh, ich hab auch Angst hier, Mann! Das, okay, ich werde, glaube ich, jetzt sterben. Das kannst du nicht machen hier in so einer lustigen Runde. Lebst du noch? Ich lebe noch, aber ich meine... Hast du deine super Aktion hier überlebt? Da komm irgendwo hin, wo ich dich schießen kann. Priest, ehrlich jetzt. Alter, ich bin gerade keine 5 Meter an dir vorbeige. Oh, ich kann nicht reden und spielen. Das geht nicht. Wir müssen das irgendwie. Oh. Du bist wahrscheinlich hier unten irgendwo. Was ich jetzt für einen Schiss gehabt habe, weil gerade wo du dein. Oh, und dann auf einmal, dann kommt der da, ey. Hör auf! Ich weiß vor allem nicht, warum ich mehr Angst habe vor dir, als du vor mir. Eigentlich bin ich doch in der besseren Position. Ich sehe dich zumindest die ganze Zeit immer. Ich sehe immer dein Tommy. Den Tommy oder ne? Oh Gott. Scheiße, das funktioniert nicht! Viel zu kalt. Priest, jetzt ehrlich. Was denn? Ich muss erstmal jetzt hier wieder Land unter den Füßen kriegen. Das kann ja nicht wahr sein. Oh Gott. Hier ist alles kaputt. Wie du immer schweigst, ich hab voll Angst vor dir. Ich glaubst du das, ey? Ich hab echt Schiss, dass du auf einmal hinter mir stehst oder neben mir bist oder... Das kann ich nicht, also ich weiß nicht, ich hab ja immer die Leute ausgelacht, die irgendwelche Horrorfilme gucken und dann nicht sprechen oder total gespannt da sind, ne? Aber es ist ja kein Horror hier, aber eigentlich schon. Es ist übertriebener Horror. Ich kann mir nichts Gruseligeres vorstellen als Maddie vs. Priest. So, Arschlägen. Jetzt wird's auch noch dunkel. Ich weiß, das ist gut. Gut für mich. Weil, mir macht das so Angst, weil ich gerade ein ganzes Stück weit weggerannt bin und auf einmal warst du da, wo oder bist du jetzt da, wo ich auch bin. Weil wir sind, also ich schätze, wir sind 10 Meter voneinander weg. Priest, lass den Scheiß, ehrlich. Das ist echt so. Ich, wie gesagt, gerade... Ich hab gedacht, ey, sei jetzt einfach still. Mach jetzt keine scheiß Aktion. Hallo. Wie er da wieder rumrennt. Priest, jetzt ehrlich. Glaub mal, verpiss dich mit deinem scheiß TNT, ey. Das dröhnt mir zu sehr auf meinem Kopfhörer. Ernsthaft. Das ist kein Witz. Laber doch nicht. Laber halt. Laber halt, sagt er. Ist das hier dein Scheißhaus oder was?
Was? Ja, wie jetzt? So, jetzt habe ich noch ein Stack TNT. Mal gucken, was ich mit dem mache. Wo hast du den Scheiß denn her? Hör auf zu campen da! Das ist feige. Du wartest ja nur, dass ich mein Bier anhebe und dann kommst du aus dem Busch. Genau. Oh. Oh, oh. Er will den ganzen Baum. Das ist. Irgendwas hast du gesprengt, aber ich sehe nirgendwo ein. Oh, doch, da hinten. Alles gefletscht. Alles weg. So, jetzt. Jetzt beginnt's. Ich hab mein Inventar wieder voll. Ich hab meinen Enderdrachen im Gepäck. Der kommt und haut mich kaputt, oder was? Ja, genau. Der spießt dich direkt auf. Ich muss jetzt erstmal hier wieder wissen, wo ich da reingekommen bin. Alter, mach mich halt nervös hier. Mann. Mann, Mendo. Dann diese ganzen Vorfallhäuser hier. Was ist denn ein Vorfallhaus? Ja, diese Häuser, die wie vom Vorfall gemacht sind. Das ist so gefährlich hier. Leute, das ist echt kein Spiel mehr. Ja, vor allem. Ja, super. Ich meine, ist eigentlich nicht verkehrt, wo ich hier jetzt gerade bin. Also eigentlich mein Vorteil. Dein Vorteil. Ich glaube es. Mein Vorvorteil. Ich hab Herzklopfen, wo bist du? Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Hier! Er ist hier! Ich such dich ja jetzt auch, ihr habt nämlich. Lappen, ey. Ich such dich ja jetzt auch, ich habe jetzt Lappen, ey. Da ist alles voller Wasser, wie soll man denn da irgendjemanden finden? Ich weiß, Mann, deshalb bin ich da die ganze Zeit ja auch. Ich bin da nicht hochgekommen. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Das ist Senf. Senf. Ah, Priest! Ja? Ja, spreng halt alles weg hier. Biung. Ich hab nur gehört, wie das Scheiß Pfeil da. Explodierende Pfeile wären mal cool. Ja, genau. So die Boots. Boom. Die einfach so ins Gesicht. Das wäre richtig geil. Es gibt ja ein wie Technik-Launcher, es gibt ja auch sowas anderes. Einen anderen Launcher halt. Super geil, Wegballer-Launcher. Ja, genau. Oh, Genie! Was für ein Genie? Genie! Kennst du das noch beim Tischtennis damals? Ich hab einen Genie. War das so? Was ist denn? Du bist ein Ei am Wandern, aber kein Genie. Kennst du das noch von damals? Ja, irgendwie, aber ich weiß gar nicht mehr, was es genau zu bedeuten hatte. Ah! Wo, was? Du bist unsichtbar, du Lappen, oder? Mhm. Ich bin der Mann mit dem goldenen Gold hier. Trau dich halt. No! Oh! Nicht getroffen, Gott sei Dank. Ach, sehr schön. Warum verrichtet. Scheiße. Hast gesehen, unten war frei, ne? Ich weiß, das habe ich erst aber jetzt gesehen, ehrlich gesagt. Scheiße, damit hätte ich dich fletschen sollen. Hätte Fahrradkette. Kriegst du nämlich nicht. Krieche wohl! Diese Runde gehört mir! Komm her, du Sau! Raus aus deinem gemachten Nester! Oh, wie du feige bist da hinten! Komm raus! Wie feige ist. Ja, genau, mit deiner Deckung da. Heul doch, ey. Nein!
Nein! Oh. Das kriegst du nicht hin. Wie ich ihn da sehe. Im Fenster ist er. Ja, ja. Ja, fancy Fenster hier. Du hast die Tür auch noch zu. Alter, durch. So, Hölle, kriegst du das hin? Ich hab nur noch... Wie du einfach mal keine Fenstergläser in die Tür reingemacht hast. Geht das? Nee. Aber hast du nicht gemacht. Kriegst du nämlich nicht. Krieg ich wohl. Kriegische Wohl. Los jetzt! Ach, oh, Jesus. Das können wir 3 Jahre lang spielen. Nein, ich warte doch nur auf was ganz Bestimmtes, Mann. Du hast wahrscheinlich diesen ganzen Berg hier vermint. Scheiße, ey. Boah, komm, ich sehe ja. Du Idiot. Priest, das können wir... Oh Gott. Wow! Random schießen, oder was? Halbwegs random. Oh Gott! Wow! Voll ins Gesicht! Bist du denn des Wahnsinns? Ey, ernsthaft, ne? Das... Nein! Nein! Wie hast du dich hinkriegt, ey? Wie du hier gar nicht getroffen hast bisher. Ja! Scheiße. Oh. 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 So Dackel. Du hast jedes Mal, ich hatte immer volles Leben. Und jedes Mal, wenn du getroffen hast, hatte ich immer nur noch einen Lebenspunkt. Und ich weiß, ich habe ja ein paar Villager weggeflasht und hab dann meinen Bogen verzaubert. Alter, ich hab's mir fast gedacht, der war nämlich lila und deshalb... Ich hab nämlich nur noch einen Punkt gehabt und dann dachte ich, ey, du kannst jetzt hier nicht rausgehen. Mit einem Schuss bis auf einen runter? Hm? Mit einem oder mit 2 Schüssen bis auf einen runter? Mit einem Schuss? Oh Gott. Deshalb, ich musste ja warten. Ich kann doch da nicht rausgehen oder zumindest weiterlaufen oder weitermachen. Was hast du da im Berg gemacht? Ich bin, wo ich mein, ich hab wirklich mein Boden verloren. Warte mal, komm mal her. Ja. So. Oh, das ist eine ultra... Halbe Stunde geht das jetzt schon. Übel. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja meinen Bogen verloren. Und dann bin ich an dieses Haus, wo du da die ganze Zeit das weggesprengt hast da. Und immer da am Gucken warst. Und wo war das denn? Moment. Ja, hier drüben war das. Warte mal. Moment. Wo? Ach, da. Okay, komm. Zeige ich dir mal, was ich gemacht oder geplant habe. Nur hier habe ich immer von oben runtergesprengt. Ich muss mal gucken, ich bin auf jeden Fall. Genau, ich war hier drin, glaube ich. Hier ging auf jeden Fall eine Treppe runter. Ich muss mal gucken, war das hier? Irgendwo, wo ganz viel. Da war nämlich auch dann ein Golem irgendwo. Hm. Ich weiß gar nicht mehr. Die haben irgendwo auch so einen Kamin gehabt. Da habe ich mich dann orientiert daran. Bin ich runter, hab dann darauf gewartet, dass du dann reinkommst und dich dann erschreckst, weil der Golem da steht, der dich im besten Fall sogar noch angreift. Und dann hätte ich dich nämlich von hinten attackiert. Ich bin natürlich da nicht reingegangen, das mache ich doch ja nicht. Ja, und dann bin ich irgendwann hier, bin ich hier raus und dann bin ich hier übers Wasser, bin ich dann runtergeschwommen und dann ganz nach hinten. Und dann habe ich mich ja so erschrocken, weil du auf einmal dann relativ schnell bei mir wieder warst und dann rumgesprengt hast. Ja, ich habe die ganze Zeit gesucht, wo du bist. Ja, und auf einmal, ich dachte, das kann ich, warum, wie kann der dich da finden? Und dann, ja, musste ich erstmal zusehen, dass ich wieder einen Bogen kriege. Ich habe irgendwo meinen Bogen hier verloren, weil ich dann auf Kuh gekommen bin, aus Versehen. Der ist ja auch weg. Oh. Hab ich 2? Nee, ich hab, doch, ich habe 2, merke ich jetzt gerade mal. Siehst du, da hast du den mitgenommen. Ja. Ah, das war, ja, lange Runde, aber ja, was willst du machen? Aber ne? Geil, spannend jetzt. Bis zum Ende. Das ist wirklich, ich hab immer gehört und warst immer relativ nah bei mir. Oh ja. Yeah. So, oh, okay. Ja. Und noch ein schönes Schlusswort. Ein Wort? Aber das ist jetzt so ein bisschen... Warte mal, das kann ich jetzt doch sagen. Also,
es ist jetzt so ein bisschen für letzte Runde, die ja nicht so gut war, war diese jetzt hier einfach doppelt so geil. Ja, das stimmt. Und ich bin auch immer noch Gänsehaut ohne Ende. Das hätte jetzt so anders ausgehen können. Und du machst jetzt ja, sagt der, der mit seinem verzauberten Bogen, ne? Ja, war mir klar, wenn du mit mir in den Fernkampf gehst, ich hätte das so gewonnen. Deswegen war ich auch so ein bisschen angepisst, dass du da die ganze Zeit dich in den Höhlen verschanzt hast. Weil im Nahkampf wollte ich ganz bestimmt nicht. Ich wollte ja raus, aber ich dachte, ja, da ist ja überall Wasser. Da dauert ja Jahre, bis du da hochkommst. Und dann war ich einmal im Wasser und dann hast du auch einmal direkt da ins Wasser reingeguckt, hast mir aber dann nicht gesehen. Und dann, das meinte ich ja nämlich von wegen, ich bin 5 Meter neben dir gewesen, so ungefähr. Gott. Ah, so, eine Schlussaktion mache ich hier. Ja, ist schön. Rababam, bam, bam, bam. Das Haus hat nie existiert. Weg. Guck mal, das ist nichts mehr da. Das Haus hat nie existiert. Alles weg. Ah, schön. Okay, bis nächste Woche dann, ne? Bis denn, tschüss.